Und zwar wollen wir für nächstes Jahr hingehen und den LKW einmal komplett bilanzieren. Genau. Martin, hält den nochmal hoch. Wir wollen einmal komplett bilanzieren, wie viel CO2 verbraucht dieser LKW in der Produktion bei uns im Ökosystem. Das heißt, wir wollen am Ende einen LKW haben mit einem QR-Code drauf, wo man einmal auslesen kann in der Lebenszyklusakte, wie viel Material, wie viel Energie verbraucht und so weiter. Und einmal auch live tracken, wenn er produziert wird, wie viel CO2 in den einzelnen Schritten anfällt. Das sammeln wir in der Lebenszyklusakte und dann ist dort eben die Schnittstelle, was ich auch schon eben erklärt habe. Dort kommt dann quasi Greenable ins Spiel und bilanziert den Carbon Footprint. Also man sieht schön, der Anteil der Forschung, Verwaltungsschale, Datensammlung macht die Smart Factory, bereitet das auf und dann die Bilanzierung erfolgt über Greenable. Und das zeigt auch schön dieses Zusammenspiel, wie man das eben aufbauen kann. Und das wird am Ende der Use Case, den wir zeigen wollen.